Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und heute geht's um Bücher. Klingt erstmal langweilig, wird's aber ganz bestimmt nicht, da bin ich mir sicher, denn Marius Müller ist da. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, freue mich über die Einladung. Bin normalerweise eigentlich in der Stadtteilbücherei in Göggingen anzutreffen. In der Bücherei dort bin ich Bibliothekar, mache ansonsten auch einen kleinen Blog, über den ich Büchertipps gebe und darauf hinweise und bin jetzt auch mal gespannt heute, was uns hier erwartet. Ja, ist ja dein erster Podcast, hast du mir verraten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, weil wir fast gleich alt sind. Du bist 29, richtig? 30. 30, ja. Ich bin 33. Also gar nicht so viel Unterschied dazwischen. Du hast schon gesagt, du leitest die Stadtteilbücherei in Göggingen. Du liest unglaublich viel, habe ich mir sagen lassen. Also wirklich richtig viel. Und schreibst auch darüber in einem Blog. Und wir sprechen heute darüber, warum du das tust, also warum so viel lesen, warum dann auch noch drüber schreiben, ob es zwischendrin vielleicht auch mal ein Film sein darf oder Theater oder ähnliches, ob dein literarisches Gedächtnis nicht total überladen ist schon und du dich überhaupt noch erinnern kannst an die ganzen Bücher. Und wir sprechen ein bisschen darüber, warum du in deinem normalen Job gerade gar nicht arbeitest, sondern an einem Ort, der mit deiner Leidenschaft so ziemlich gar nichts zu tun hat. Und ganz am Ende sprechen wir noch über Augsburg. Also was magst du an der Stadt, was nicht? Und wo gibt es natürlich die perfekten Leseplätze aus deiner Sicht? Also volles Programm heute bei uns, Marius. Die erste Frage vielleicht kurz. Wann hast du denn dein letztes Buch gelesen? Mein letztes Buch habe ich tatsächlich gestern ausgelesen und stecke noch die ganze Woche über tatsächlich in einem sehr dicken Buch drin, das mir ziemlich viel Zeit kostet. Das ist von Lydia Sandgren, Gesammelte Werke, habe ich mir eigentlich bestellt und habe auf so einen kleinen Schmöker zwischendurch eigentlich gehofft. Und dann habe ich es vom Brief- und Postboten in die Hand gedrückt bekommen und da hatte das Ding doch knapp 900 Seiten. Und das kostet dann schon sehr, sehr Zeit. Da habe ich jetzt zwischendurch mal wieder einen kleinen Krimi dazwischen geschoben und das ist jetzt aktuell mein großes Projekt, in dem ich drin stecke. Also du liest auch durcheinander, wenn es sein muss, oder? Ich lese tatsächlich auch parallel verschiedene Bücher mal wieder beruflich, wenn ich einen Krimi mal wieder besprechen muss, dann auch wieder privat für bestimmte Abende zur Vorbereitung. Also da ist tatsächlich auf meinem Schreibtisch bzw. meinem Nachttischchen stapeln sich immer die Bücher, das ist tatsächlich so. Ich habe im Vorfeld zu dem Podcast auch mit meiner Kollegin Stefanie Würsching gesprochen, die kennst du ja auch gut vom AZ Literaturabend unter anderem. Und die meinte, du liest wirklich sehr, sehr viel. Was heißt denn viel in dem Fall? Ja, viel ist natürlich immer relativ, aber ich bemühe mich schon so eine Schlagzahl von so 100 bis 150 Büchern im Jahr. Es ist tatsächlich, was ich so lese und was ich ja in Händen habe. Da lese ich manchmal ja mehr drin, manchmal auch weniger, wenn man sagt, das merkt man dann auch schnell nach ein paar gewissen Dutzend Seiten. Das sagt einem nicht so wirklich zu. Aber so insgesamt so voll ausgelesen sind es ja, je nachdem, wie ich immer durchkomme, 100 bis 150 Titel. Also eine ganz schöne Menge. Wenn ich mal bei mir ganz kritisch hinterfrage, wie viele es sind, dann sind es wahrscheinlich 3 oder so. Also definitiv ausbaufähig. Ja, aber da muss ich halt auch sagen, das ist ja auch mein Job als Bibliothekar. Insofern ist es immer ganz wichtig, oder finde ich zumindest für mein Berufsverständnis, da in der Materie drin zu sein und einfach auch eine möglichst breite Palette zu lesen und dann im besten Fall auch noch zu besprechen und so dann auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Zu meiner Verteidigung, ich lese natürlich auch in meinem Job viel Zeitung, viel Online-Medien, höre Podcasts, vielleicht das etwas ausgleichen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Qualität ja auch nicht gleich die Quantität erschlägt und umgekehrt. Insofern, wenn es 3 gute Bücher sind, dann ist es vielleicht auch manchmal mehr, als ich einen Monat lese, wo nur so mittelmäßige Bücher dabei sind. Also insofern, da möchte ich auch immer niemanden irgendwie verurteilen, weil er mehr oder weniger liest, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Wir sprechen später noch so ein bisschen über dein Leseverhalten auch und wie du es schaffst, so viele Bücher überhaupt zu lesen. Ist ja doch eine sehr persönliche Sache, wie man so ein Buch auch angeht, ob man irgendwie schon nach 2 Sätzen entscheidet, ich lese weiter oder nicht, ob man vielleicht schon mal vorspitzelt ans Ende, wie es denn ausgehen könnte oder in welche Richtung es geht und so weiter.
Aber kurze Zwischenfrage noch, wenn du jetzt 100, 200 Bücher im Jahr liest, das kostet doch Unsummen an Geld. Oder zahlt es eh die Bücherei? Da empfehle ich tatsächlich einen Job in der Bücherei, wo man diese ganzen Bücher auf seinem Schreibtisch hat. Aber bei mir ist es auch so, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch drauf, dass ich ein kleines Literaturblog führe. Und da bekommt man auch immer ganz viele Bücher und Leseexemplare schon von den Verlagen vorab vorgestellt. Oder ich melde mich da und sage, ich würde es gerne besprechen. Und dann habe ich tatsächlich so den kleinen Luxus, dass ich jetzt keine Unsummen fürs Hobby ausgeben muss, sondern dass es sich da irgendwie schön ausgleicht. Aber trotzdem findet man mich auch immer wieder in Buchhandlungen und da schlage ich dann auch ganz gerne zu. Aber bislang hat es der Geldbeutel noch ganz gut vertragen, das Hobby. Also sieht man so richtig bei dir, dass sich Hobby und Arbeit da verbinden. Du bist ja, wie gesagt, Leiter der Stadtteilbücherei in Göggingen. Ist das sowas wie ein Traumjob für dich? Absolut. Absolut. Also das ist tatsächlich auch der Job, was ich studiert habe. Ich habe damals in München Bibliothekswesen studiert und bin dann gleich nach dem Studium 2013 nach Göggingen gekommen und habe da diese Chance bekommen auf die Leitung von der Bücherei, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, einfach für einen jungen Studienabsolventen. Aber seitdem bin ich da in Göggingen und es ist tatsächlich ja ein Traumjob, muss man echt sagen, weil ich eben so ganz viele Facetten habe. Das bekommt man auch immer wieder gespiegelt, wenn ich dann irgendwie erzähle, ja, was bist du denn, sage ich Bibliothekar, ja, dann liest du den ganzen Tag und ist das nicht wahnsinnig langweilig. Das sind natürlich so immer Klischees, die man da so im Hinterkopf hat, dass man da wirklich immer mit seinem Sakko mit Flickenschutz da irgendwo in der Ecke sitzt und am besten noch eine Pfeife schmaucht, aber das ist eben gar nicht so, weil wir ja auch eine ganze Fülle von verschiedenen Medien da haben in dem Job und ich hatte tatsächlich auch keinen Tag, bei dem ich nicht gerne in die Arbeit gegangen wäre, was wahnsinnig vielfältig und spannend ist. Von daher absolut ja, Traumjob. Man sieht es dir auch an, wenn du sprichst, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber du scheinst sehr begeistert wirklich von diesem Job zu sein. Und, absolut. Genau, und wie du schon gesagt hast, mit 22, glaube ich, hast du die Leitung übernommen. Wie kommt man denn zu so einem Job? Also du hast gesagt, du hast die Chance bekommen. Kriegt da der den Job, der am meisten liest oder der sein Studium am besten abgeschlossen hat? Wie läuft sowas ab? Naja, ich hatte den Vorteil, dass ich schon einmal während meines Studiums einen berufspraktischen Abschnitt in der Bücherei im Praktikum absolviert habe und fand es damals schon super spannend, war dann quasi bei meiner Vorgängerin damals auch in Göggingen einfach mal, um sich das anzuschauen und das war toll und ja, offenbar habe ich den Job dann so schlecht nicht gemacht, dass man sich gesagt hat, Mensch, den können wir uns nochmal vorstellen, den holen wir uns nochmal und dann habe ich den Job damals bekommen, einfach was mich sehr gefreut hat und überrascht hat, weil, wie gesagt, war ja auch noch sehr jung. Aber seitdem darf ich da sein in Göggingen. Und wie gesagt, es ist, empfinde ich sehr als Privileg und einen tollen Job, bei dem man immer wieder mit spannenden Leuten in Kontakt kommt. Und seitdem mache ich das jetzt. Da sprechen wir auch noch drüber, wie du so deine Gäste erlebst in der Bücherei, was da für Menschen reinkommen, was die wollen möglicherweise. Kurze Frage noch zurück, in so einem Bewerbungsgespräch, das ja wahrscheinlich dann auch stattgefunden hat, was wird denn da abgefragt? Also ist da wirklich dann, da dieser Job ja so eng mit einem Hobby auch verknüpft ist oder mit einer Leidenschaft, entscheidend, dass man auch wirklich Begeisterung ausstrahlt? Was glaubst du? Ich glaube gar nicht. Also wir haben während des Studiums immer diesen mantraartigen Satz bekommen, ein guter Bibliothekar liest nicht. Weil es wäre natürlich schön, wenn ich einfach fürs Lesen bezahlt würde und da tagtäglich sitzen dürfte in meinem Eck oder auf der Couch und lesen dürfte und dann das wär's. Aber das ist ja gar nicht so. Man muss sehr viel IT heutzutage tatsächlich machen, diese Zeit der Zettelkästen und wie man noch so diese alten Klischees im Kopf hat, die ist vorbei. Also man arbeitet ganz viel mit Computern, Social Media, man muss wirklich auch viel machen, Facebook, Instagram und Co. und so weiter und so fort. Es wird einfach auch geschaut, ob das passt irgendwie, ob der Charakter ja auch dann zum Team passt. Und da hatte ich wirklich großes Glück, dass man damals offenbar gesagt hat, ja, das können wir uns vorstellen, der lange Lulatsch da, den können wir zu uns nehmen. Und da wurde es dann, ja, dass man einfach festgestellt hat, so im Gespräch, das passt. Aber wie gesagt, dass man viel liest oder dass man fürs Lesen bezahlt wird, das ist leider immer so ein Klischee, bei dem ich wünschte, es wäre wahr, aber es ist es leider überhaupt nicht. Du hast also gerade klar gemacht, dass dein Beruf nicht nur aus Lesen besteht, sondern aus ganz vielen anderen Aufgaben, also administrative Aufgaben. Du sprichst natürlich auch mit den Besuchern und Besuchern, musst viel am Computer arbeiten und so weiter. Trotzdem kommst du natürlich oft ins Gespräch mit Besuchern und Besuchern. Wie begegnen die dir denn? Du bist ja ein junger Mann, einer, der verliest, ist in unserer Generation nicht mehr ganz selbstverständlich.
Wie kommen die auf dich zu oder kennen die dich überhaupt als Chef der Stadtteilbibliothek? Das ist unterschiedlich, aber bei uns in Göckingen, wer noch nicht da war, muss man vielleicht erklären, das ist das alte Rathaus dort und da sitzen wir im ersten Stock mit der Bücherei und wir haben da ziemlich viel Raumknappheit. Und aufgrund dieser Raumknappheit ist auch die Tatsache, dass ich kein Büro habe, beziehungsweise mein Büro ist der Lesesaal, da steht einfach ein Schreibtisch drin und hinter dem sitze ich und schaue manchmal angestrengter und manchmal etwas weniger angestrengt in den Laptop. Und von daher glaube ich, dass die meisten oder die Stammkunden, Stammkundinnen wissen das natürlich, dass ich da bin, aber manchmal herrscht da, glaube ich, auch Irritation, wer da so hinter dem Computer sitzt, was der da im Lesesaal macht. Aber das ist tatsächlich so, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich ansprechbar bin. Und dann kommen natürlich oftmals Fragen, was haben Sie zuletzt gelesen, was können Sie empfehlen? Oder auch gerne natürlich auch die Klischeefrage, haben Sie das alles gelesen, was da in den Regalen steht? Was natürlich nicht so ist, wie ich jetzt aufklären kann. Aber ja, das ist einfach so bei uns diese kleine, ja, heimliche, gemütliche Atmosphäre, dass man da einfach auch mal ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen kann und sich dann da ein bisschen austauschen kann. In der Bücherei, das weiß ja jeder, der schon mal in der Bücherei war, gilt natürlich auch, man muss leise sein, also die anderen nicht stören. Wie machst du es denn dann, wenn du telefonieren musst oder so? Ja, das geht schon. Also man kann auch ja die Telefonate meistens, wenn es irgendwie geht, außerhalb der Öffnungszeiten legen. Dazu muss man auch sagen, dass wir in Göckingen nicht so ganz lange Öffnungszeiten haben, da geht das schon mal. Aber ich finde, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Bild von vorgestern, dass die Bücherei Totenstille herrschen muss. Und wenn man mal raschelt mit dem Butterbrotpapier, dann luge ich hinter der Ecke hervor mit dem Zeigefinger auf den Lippen. Das ist tatsächlich ja auch nicht mehr so. Also ich meine, wer auch mal in der Zentrale war, am Ernst-Reuter-Platz, der hat es auch mitbekommen oder auch in anderen Zweigstellen. Es gehören natürlich genauso Familien dazu und Familien bringen Kinder mit und Kinder sind auch nicht immer leise und das ist einfach so, das gehört dazu. Dementsprechend finde ich, darf man das nicht ganz so streng sehen. Wer dann wirklich reine Stille haben will, der muss dann vielleicht auch eher in Richtung Staats- und Stadtbibliothek oder Unibibliothek schauen. Aber bei uns, wir sind einfach ein Haus, das für alle offen ist und das merkt man einfach manchmal mit allen Vorteilen, aber auch manchmal Nachteilen, wenn es natürlich ganz still sein sollte. Also Podcast auf in der Bücherei zu Öffnungszeiten. Eher ungute Idee, glaube ich. Gut, dass du deswegen hierher gekommen bist, in unseren relativ ruhigen Aufnahmeraum nach Lechhausen. Du hast gerade schon gesagt, bei euch stehen sehr viele Bücher rum natürlich, die du natürlich nicht alle lesen kannst. Wie viele Bücher habt ihr denn vor Ort? Also Bücher selber sind es ungefähr um die 15.000. Generell sprechen wir in Göckingen, dass wir ungefähr 20.000 Medien haben. Aber da ist eben alles dabei, weil eine Bücherei ist nicht nur das Buch natürlich. Da sind Zeitschriften dabei, da sind CD-ROMs, Hörspiele, DVDs, Blu-rays dabei. Auch neue Medien wie Tonis, also Eltern kennen das wahrscheinlich. Das sind diese kleinen Figuren, die man auf Abspielkästen draufstellt, dann lesen die Geschichten vor. Sowas gibt's ganz viele Gesellschaftsspiele beispielsweise bei mir in der Bücherei. Also ein bunter Medienmix, den man da sich ausleihen kann und mit dem es einem hoffentlich überhaupt nicht langweilig wird, auch in Corona- und Shutdown-Zeiten. Also Bücherei heute nicht mehr nur Buch, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Medien. Und es kommen sicher auch ganz unterschiedliche Menschen zu euch in die Bibliothek, Bücherei. Wer kommt denn da alles so? Gibt es da so die typischen, die Streber vielleicht, die ganz viel lesen, würde ich es mal nennen, die sehr leisen, vorsichtigen, die aufpassen, dass keiner zu laut redet und ein bisschen strenger sind. Die Familien, kannst du so ein bisschen Umriss geben oder Abriss? Also unser Leitbild trägt ja immer den Titel Für alle offen und das ist einfach auch die Gesellschaft, die wir, Gott sei Dank möchte ich sagen, erreichen, weil wir haben Platz für alle. Also sollen sich alle wohlfühlen, sowohl in den Zweigstellen als auch in der Zentrale. Und da ist es wirklich so, natürlich gibt es in jedem Stadtviertel immer ein bisschen unterschiedliche Klientel. Ich würde jetzt sagen, dass bei mir in Göckingen ein bisschen mehr Familien einfach kommen und dass die älteren Leserschichten da häufiger vertreten sind als beispielsweise unsere Alterskohorte jetzt. Aber generell auch, wenn ich jetzt auf die Zentrale schaue, da haben wir alle. Das geht da vom Obdachlosen oder vom Randständigen wirklich bis zum Bildungsbürgertum. Die kommen alle, suchen natürlich unterschiedliche Dinge bei uns, auch wenn es nur mal ein warmer Platz ist. Oder natürlich das spezielle Buch. Wir haben Klassikerfans, wir haben Familien, bei denen steht halt der Gryffalo ganz oben. Aber das finde ich auch das Schöne. Es ist, möchte ich fast sagen, so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, der sich auch bei uns einfach findet. Und das ist gut, dass es so ist, finde ich, weil eine Bücherei muss für alle da sein und dass uns das gelingt, dass da alle kommen, das finde ich tatsächlich ein großes Privileg oder so, wie es auch sein sollte in meiner Idealvorstellung.
wenn da so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, dann passieren sicher auch die ein oder anderen netten Anekdoten. Fallen dir da welche ein, spontan? Am schönsten sind natürlich immer die Menschen, die dann bestimmte Titel suchen, die Pute von Panem, bis man dann draufkommt, dass es doch die Tribute von Panem waren, die gesucht waren. Oder die eine Dame, die dann natürlich immer dieses Buch mit der Frau drauf und dem beigen Cover, da kommt man natürlich weiter. Das sind dann so die kleinen, ja, Sherlock-Holmes-Aufgaben. Oder dieses Buch von dem Chinesen an der Nordsee, das hat mir auch, glaube ich, fast eine halbe Stunde Recherche gekostet, bis ich gemerkt habe, es war doch dann Haruki Murakami mit Kafka am Strand. Das sind manchmal solche Sachen, das finde ich dann schon auch witzig und auch schöne Geschichten einfach, wenn man sieht, wir haben ja auch ganz viele Schulklassen, die kommen, die ihre Bücher ausleihen und wenn man es dann doch schafft mal, dass man in der Schulklasse scheinbar so energisch fürs Lesen geworben hat, dass dann auch mal ein Kind in seine Freizeit kommt oder eben Papa und Mama mitbringt und die eigentlich nicht automatisch in die Bücherei kommen würden, aber dann trotzdem dann auftauchen und sich dann mal noch mal ein Buch mitschnappen oder eine DVD, finde ich, dann ist schon viel gelungen und das finde ich, das freut mich dann auch einfach. Und wie gesagt, es sind viele schöne, manchmal auch skurrile Begegnungen. Das macht auch den Reiz aus von diesem Job. Seid ihr eine vergleichbar kleine Bücherei? Findet ihr denn alle Titel für die Kundinnen und Kunden oder lassen sich alle Rätsel lösen, wenn jemand nach der Pute von Panem zum Beispiel fragt? Ja, die Pute von Panem haben wir tatsächlich dann gefunden, wenn auch nicht in der gewünschten Form. Die hatten wir im Regal, sogar alle drei Teile der Pute. Aber es ist so, wir sind ja Gott sei Dank ein großes System. Das heißt, muss man vielleicht nochmal erklären für alle, die sich in der Augsburger Bibliothekslandschaft nicht ganz so gut auskennen. Wir haben diese große Zentrale am Ernst-Reuter-Platz neben dem Stadtmarkt mit diesen schönen orangen Böden, die ja auf mehreren Stockwerken Musikbücherei beinhaltet, Kinderbücherei, Erwachsenenbücherei etc. Aber darüber hinaus haben wir eben nochmal Satelliten in den verschiedenen Stadtteilen, in Hauenstätten, in Göggingen, in Kriegshaber. Wir haben den Bücherbus, der unterwegs ist und auch diese Stadtteile anfährt, die man nicht erwischt oder nicht eben mit einer Bücherei vor Ort abdecken kann. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir auch alle Bestände untereinander bestellen können oder vormerken können. Das heißt, wenn es jetzt ein Buch gibt, das der Kunde unbedingt haben möchte, das nicht wir im Bestand haben, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass es dann die Zentrale am Ernst-Reuter-Platz hat und dann kann man das eben bestellen oder man kann den Kunden selber weiter verweisen, wenn er so mobil ist und dann mal reinfährt. Und das ist dann ganz gut, weil ich denke, dass wir eine ganz hohe Abdeckung haben für alle Medien. Und selbst wenn es dann noch ganz spezielle Wünsche gibt, dann haben wir auch die Möglichkeit vom Leserwunsch. Also auch da können sich Kunden dann Bücher wünschen aus dem aktuellen oder vergangenen Jahr, die wir nicht im Bestand haben. Für 1 Euro gibt es diesen Wunsch und dann gucken wir, passt es zu uns oder passt es in den Bestand, dann kaufen wir es. Dann wird es exklusiv für den Kunden vorgemerkt und er kann es dann abholen. Also von daher, glaube ich, können wir sehr, sehr viele Wünsche von Kundinnen und Kunden befriedigen. Ja. Du hast gerade so ein bisschen die Büchereilandschaft in Augsburg skizziert. Und da passiert ja auch jede Menge. Ihr plant jetzt zum Beispiel eine neue Bücherei, oder? Wie sieht's denn da aus? Genau. Also wir sind gerade in Göggingen in den Planungen. Was wir da planen, lässt sich schon mal in Lechhausen beobachten. Da ist ja schon im letzten Jahr eine sogenannte Open Library entstanden, die jetzt natürlich nicht so ganz open sein kann aufgrund bekannter Umstände. Aber auch das planen wir für Göggingen, weil wenn man jetzt hört, die ist nur ein paar Stunden die Woche auf, so eine Bücherei, warum ist das so? Gibt es da nicht Möglichkeiten? Ich kann ja auch in eine Bankfiliale rund um die Uhr gehen, da ist halt dann wahrscheinlich niemand am Schalter, aber ich kann trotzdem meine Geschäfte erledigen. Und das ist so ein bisschen dieser Kerngedanke hinter der Open Library, dass man die Bücherei öffnet, wenn auch ohne Personal beispielsweise, dass man trotzdem sich Bücher ausleihen oder rückgeben kann oder auch nur reinsetzt. Und das hat man eben jetzt schon mal in Lechhausen umgesetzt und das wird jetzt auch in Göggingen passieren, wo man dann über mehrere Stockwerke ein schönes neues Gebäude hat, weil man einfach auch gemerkt hat, unser altes Rathaus ist wirklich ein altes Rathaus, es sind enge Räume, man hat keine Barrierefreiheit, WLAN ist auf Fehlanzeige und da haben wir gesagt, da muss was passieren und deshalb entsteht dann jetzt auch ein paar Meter von bisherigen Standort weg im Klausenberg die neue Bücherei, die jetzt hoffentlich dann auch in 2 bis 3 Jahren dann auch in den Start geht. Und da planen wir gerade und ich glaube, da kann man sich schon wirklich darauf freuen, weil es natürlich dann auch ein Luxus. Gehe ich am Sonntagmorgen mal schnell in die Bücherei oder am Samstagabend, ich brauche noch ein Kochbuch, gehe ich doch mal hin, hol mir was. Die Kinder wollen noch einen Toni, die wollen am Wochenende was anhören, dann halt schnell in die Bücherei. Ich halte meine Karte davor, die Tür geht auf, ich gehe rein, hol mir das Buch und gut ist. Das ist, glaube ich, ein Service, der sehr zeitgemäß ist und da freue ich mich auch drauf, das den Kunden anbieten zu können. Klingt ja super. Dann gehe ich in Zukunft einfach beim Bäcker vorbei am Sonntag, hol mir was,
geh weiter in die Bücherei, hol mir noch ein schönes Buch und verbringe einen schönen November, Dezember, Januarabend daheim. Das wäre die Idee, genau. Und wie gesagt, da schauen wir, dass wir das umsetzen. Und da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen innovativ und schauen, dass wir da möglichst guten Service wieder anbieten. Mhm. Marius, bevor wir jetzt gleich übers Lesen sprechen, also das Thema, das dich am meisten, glaube ich, fasziniert und am spannendsten auch für viele Hörerinnen und Hörer sein wird, sprechen wir noch kurz über Ärgernisse in der Bücherei oder mögliche Ärgernisse. Es gibt ja die Onleihe, also die Online-Ausleihe, und da hat mich auch die Kollegin Steffi Würsching drauf gebracht, dass eben neue Bestseller durch die direkt verfügbar sein sollen. Das ist ein großes Ärgernis offenbar für Verlage. Wie siehst du das denn? Und kannst du ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Ja, ich glaube, wenn man im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse eine große Tageszeitung, sei es jetzt die FAZ oder die SZ, geöffnet hat, dann wird einem da eine ganzseitige Anzeige entgegengeschlagen sein, auf der Bestseller-AutorInnen wie Juli C. oder Frank Schätzing unterschrieben haben, unter dem Motto Fair Lesen. Das Ganze war eine Kampagne, die vom Börsenverein gestartet wurde gegen Bibliotheken. Und der Vorwurf, der in dieser Kampagne artikuliert wurde, war der, dass die Bibliotheken so eine Art Flatrate-Mentalität wollen. Die wollen alle E-Books schon alle vorab haben, umsonst, um die dann jeden zu geben, und für den Autor oder die Autorin bleibt gar nichts mehr hängen. Man schreibt quasi umsonst, damit die gierigen Bibliotheken da die Kundschaft befriedigen. Und dem ist natürlich überhaupt nicht so. Das war leider eine Kampagne, die sehr mit verzerrten Fakten gearbeitet hat, weil das Kernproblem ist das sogenannte Windowing. Das heißt, es gibt einen Bestseller, sagen wir jetzt mal, das neue Buch von Juli C. Das gibt's, das kriegt man bei uns in der Bücherei, wenn wir schnell sind, schon 2-3 Tage nach dem Erscheinen haben wir das eingearbeitet, steht im Regal. Der Verlag allerdings sagt, ja, mit dem E-Book, das gibt's nicht so schnell. Zum Beispiel so ein exklusives Verwertungsrecht wie im Kino. Ich muss natürlich auch erstmal 6 Monate warten, bevor ich den Film auf DVD kaufen kann. Und so hat man das auch für ganz viele Bücher gemacht, um dann quasi so ein Exklusivrecht für Käufer zu schaffen, und der Bibliothekskunde schaut in die Röhre. Und jetzt wurde eben so in dieser Kampagne der Eindruck erweckt, dass man da quasi in den Büchereien kostenlos alle Bücher sofort haben kann in dieser Onleihe, wie man möchte. Aber es ist ja nicht so. Erstens muss ich erstmal einen Jahresbeitrag zahlen in der Bücherei. Dann müssen wir ja jedes E-Book selber auch kaufen. Und das haben wir auch nur einmal in der Lizenz. Das heißt, es kann natürlich vorkommen, wenn ich die neue Juli C. lesen will, dann warte ich da auch mal ein halbes Jahr, bis das wieder zurückgegeben wird, bis ich mit meiner Vormerkung dran bin. Und was die Büchereien eigentlich wollen, dass E-Books und Bücher gleich behandelt werden. Weil es gibt ja, für Bücher werden auch Bibliothekstantiemen abgezogen oder immer gezahlt. Das sind ein paar Cent pro Titel. Und das soll einfach auf analog aufs E-Book überführt werden, dass da quasi gleiche Rechte herrschen und dass wir auch die Bücher, also die Online, die E-Books für unsere Kunden einfach auch gleich ab Erscheinung zur Verfügung stellen. Weil zum Beispiel die Kollegin in Hamburg hatte das Problem, da war das neue Buch von Sascha Stanicic, war abiturprüfungsrelevant, und als Buch konnte man es tatsächlich haben. Als E-Book konnte kein Schüler dieses Buch haben, weil es die Verlage noch alles zurückgehalten haben. Und da würde ich mir jetzt, wenn ich da für Büchereien spreche, einfach eine gütliche Lösung wünschen, dass ich auch das E-Book genau wie das Buch behandle. Dafür gibt es natürlich auch dann die Tantiemen und ich stelle es bereit. Das wäre eigentlich alles. Aber da war die Debattenlage tatsächlich auch aufgrund dieser Fair-Lesen-Kampagne etwas schwierig. Und ich glaube, da zieht man tatsächlich auf den falschen Feind, weil Büchereien werben ja genauso, sind ja auch für Büchereien oder für Autoren und Autorinnen Multiplikatoren. Wir haben die Bücher im Angebot, wir machen Lesungen und wir sorgen ja auch einfach für Sichtbarkeit. Insofern fand ich das ein bisschen schade. Also das ist deine Meinung dazu. Wir können den Konflikt, dem möglich, natürlich jetzt nicht auflösen, da wir niemand aus einem Verlag oder keine Autorin, keinen Autor hier haben. Aber wir lassen es mal so stehen und wechseln zum Thema Lesen. Du hast ja gesagt, du liest so 100, 200 Bücher im Jahr. Hast du schon mal ausgerechnet, wie viele es insgesamt waren in deinem ganzen Leben? Tatsächlich nicht, aber ich kann es nur im Gegengewicht bestimmen. Es ist sehr, sehr schwer. Tatsächlich, das habe ich jetzt beim Umzug festgestellt, als ich mich zwar von der Hälfte gefühlt meiner Bücherei getrennt habe, aber trotzdem immer noch Kisten um Kisten geschleppt habe, und es wurde doch nicht weniger. Also da ist schon einiges zusammengekommen, aber es ist natürlich auch so, ich stelle jetzt auch nicht jedes Buch in mein Regal. Einfach, da ist auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, mal viel Mediokres dabei, viel Unfug, und den brauche ich wirklich nicht im Buchregal. Und von daher, ja, es ist eine ganze Menge, aber es ist sehr organisch bei mir. Es kommt mal wieder was dazu, es geht mal wieder was ab. Und ich glaube, selbst beim nächsten Umzug, dann wird auch die Bücherei wieder um die Hälfte schrumpfen. Mein Rücken, glaube ich, braucht es unbedingt.
Es klingt aber trotzdem so, als wäre deine Wohnung, vielleicht willst du uns ganz kurz mit reinnehmen, wirklich so aus, als würde da ein Büchereileiter wohnen, oder? Ich glaube tatsächlich auch, wenn man mich per Teams oder per Skype anfunkt, glaube ich, dann sieht man auch, dass ich ein paar Bücher daheim stehen habe. Das ist tatsächlich so, dass die auf zwei Räume aufgeteilt stehen. Und ja, ich glaube, meine Profession kann man nicht verhehlen, wenn man meine Wohnung betritt. Aber finde ich ja auch schön. Ich finde, Bücher geben dem Ganzen auch was Wohnliches, sind auch ein prima Dämmmaterial, gerade in diesen Zeiten von hohen Heizkosten. Kleiner Lifehack, einfach eine Bücherei reinstellen. Also das finde ich wirklich ganz, ganz schön. Oder ja, kommt auch immer zu schönen Gesprächen, wenn mal wieder andere daheim sind und sagen, ach, das habe ich doch auch gelesen, wie fandst du das und so. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Da muss man nicht protzen mit, aber finde ich so ein, zwei billige Regale mit Büchern voll, die sind schon schick. Klingt ganz gemütlich und schön, ja. Jetzt hast du auch gerade schon angedeutet, dass du aber nicht jedes Buch aufhebst oder nicht jedes Buch ins Regal stellst. Du bist also auch in der Lage dazu, ein Buch mal wegzulegen, oder? Ohne es ausgelesen zu haben. Ja, ich finde, da kommt man zwangsläufig dazu, je länger man auch den Job macht oder je länger man liest, umso mehr, glaube ich, emanzipiert man sich auch. Und ich finde, die Freiheit darf man sich absolut nehmen, auch wenn man mal sagt nach ein paar Seiten, nee, was ist denn das? Oder mir fällt auf, die Übersetzung ist wirklich schlampig. Ich komme da nicht rein, irgendwie funktioniert's nicht. Und dann, finde ich, muss man absolut so souverän sein und sollte da nicht schief angeschaut werden, wenn man sagt, das breche ich ab. Weil die Zeit ist viel zu schlecht oder viel zu kurz für schlechte Bücher. Insofern, finde ich, muss man sich dieses Privileg unbedingt nehmen. Gibt es so eine Regel, die du hast für dich selber, wo du sagst, okay, wenn ich sowas in einem Buch lese, dann bin ich raus? Ja, ich finde immer, so Ton und Sprache sollten einfach stimmen. Das ist ja auch was zutiefst Subjektives, wo ich sagen würde, Mensch, wenn ich da jetzt nach 30, 40 Seiten nicht reinkomme, das Buch kommt nicht vom Fleck, ich weiß schon jetzt, wer der Mörder ist, wo der Weg hingeht, dann finde ich es nicht spannend und dann finde ich, dann legt man es auch weg. Und ja, ich finde, es gibt Zeiten, da passt einem das eine Buch mal wieder besser und mal schlechter. Und da finde ich, sollte man wirklich auch immer den Mut besitzen und dann sagen, nee. Aber spätestens, wenn dann in der Übersetzung mal steht, er ist ein Wildfeuer, was denn ein Wildfeuer? Ich kenne einen Wildfang oder ein Wildpferd, aber kein Wildfeuer. Hey, da hätte der Übersetzer auch mal einen besseren Job machen müssen. Sowas, das lässt mich dann meistens schon stutzen, wo ich sage, was ist denn das? Vielleicht mal umgekehrt, was ist denn für dich ein gutes Buch? Hast du da bestimmte Kriterien? Ja, ein gutes Buch ist natürlich eins, das sich nicht definieren lässt. Das finde ich immer so, ist der Maßstab. Aber ja, auch das ganz subjektiv, wenn man sich einfach wohlfühlt, wenn man merkt, die Sprache, die ist ein Fest, es fließt dahin. Einfach der Plot, der zieht mich jetzt rein, da will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Auch da bin ich mit den Gedanken mal, auch wenn ich es zugeklappt habe, noch weiter dabei in diesem Kosmos, in den Universen. Dann finde ich, dann ist es ein gutes Buch und dann darf es auch bei mir durchaus mal im Buchregal stehen bleiben und dann bekommt es eine Heimstatt bei mir. Der Buchkritiker Dennis Scheck, der ja auch übers Fernsehen bekannt ist, der hat ja auch in seiner Sendung immer einen Part, wo er Bücher bewertet. Da sagt er, die sind gut, die sind weniger gut und die, die weniger gut sind, landen in so einer Tonne. Wie findest du das eigentlich? Da kann ich mich tatsächlich Frau Völger aus dem letzten Podcast mal anschließen, die auch gesagt hat, das ist jetzt nicht der wirkliche Umgang, weil ich finde, natürlich, Dennis Scheck, der macht es gut, der hat damit Aufmerksamkeit, das ist catchy, das fällt ins Auge, das bleibt ins Kopf. Aber tatsächlich sind ja auch jedes Produkt irgendwo ein Buch, das mit Sorgfalt hergestellt wurde, mal mehr oder mal weniger. Und in die Tonne, finde ich, gehört nichts. Hat auch Dennis Scheck ja zuletzt große Kritik auf sich gezogen, als er ja mit so einer Lichtanimation immer Bücher verbrannt hat in seinem schlechten Kanon der schlechten Literatur. Ja, das finde ich, mag fürs Fernsehen vielleicht funktionieren, weil man da viel über diese knalligen Effekte arbeitet. Aber gerade in der Geschichte unseres Landes, wenn man da ein bisschen sensibel ist, finde ich, sollte man mit Büchern ein bisschen einen anderen Umgang einfach an den Tag legen und dann eben sagen, Mensch, das war nichts, das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, aber die Tonne ist nicht unbedingt jetzt der Ort fürs gute Buch. Das finde ich ja schön, dass du auf einen Podcast von mir, einen älteren, verweist, den ich mit Anja Völger, der Leiterin von Bücher Pustet in der noch Karolinenstraße, gesprochen habe, die, wie du schon gesagt hast, eben auch das nicht schön findet, wenn man Bücher in eine Tonne wirft. Ja, ich wollte mich einfach gut vorbereiten, einfach für den Termin. Da habe ich gedacht, Mensch, höre ich doch mal rein. Und ich würde in vielen Sachen überhaupt nicht widersprechen. Ich finde, da hat sie sehr recht, wie auch eben mit Dennis Scheck. Ja, ich fand das Gespräch mit ihr auch sehr reflektiert und sehr gut, muss ich sagen.
um den Faden jetzt wieder aufzugreifen, wenn du so viele Bücher liest, da musst du ja in einer irrsinnigen Geschwindigkeit lesen, oder? Oder bist du eher so ein Genussleser, der sich auch Zeit lässt? Ich finde immer, jedes Buch gibt auch ein Tempo vor. Also wenn es jetzt ein Thriller ist, wirklich, dann hetze ich auch durch die Seiten oder dann merke ich, das Buch, das ist eher auf den Effekt hingeschrieben, da geht es schneller als bei so einem Buch, bei dem natürlich dann die Sprache da ist. Man kann den Handgenick in 2 Stunden auslesen und so weiter und so fort. Also da, finde ich, gibt jedes Buch einfach selber die Struktur vor. Aber so Pi mal Daumen würde ich sagen, so 100 Seiten sind es, die ich in der Stunde schaffe. Dann kann ich es dann auch hochrechnen, so auf dem Buch, wie lange ich eben für brauche. Aber ja, das ist so das Lesetempo, was einfach über die Zeit mit der Übung immer mehr geworden ist. Aber ich behaupte dennoch, dass ich da noch sorgfältig lese und da nichts verstolper. Aber ja, das ist so ungefähr das Lesetempo inzwischen bei mir. Geht's dir eigentlich auch manchmal so? Mir geht's manchmal so, dass du liest 3, 4, 5 Seiten und dann fällt dir auf, irgendwie bin ich mit dem Kopf gar nicht dabei und habe vergessen, was passiert ist auf den letzten Seiten. Ja, das ist so dieses Kopfkino, dann beende ich das Kapitel und was habe ich denn eigentlich gelesen? Ja, das kommt natürlich auch vor. Manchmal mag es sein, dass da einfach der eigene Kopf voll ist. Manchmal mag es auch einfach sein, dass es belanglos ist, dann was man tatsächlich gelesen hat, wenn so die Gedanken davon meandern und davon schweben. Aber auch das, wenn das dann mal im Buch 2, 3 Mal vorkommt und ich sage, Mensch, irgendwie schafft es jetzt der Autor gar nicht, mich da abzuholen oder mich da reinzuziehen, dann sage ich, ja, das stellen wir jetzt doch vielleicht besser mal zur Seite. Aber es kommt durchaus vor, klar, weil jeder von uns hat ja auch immer viel Sachen im Kopf oder man ist auch manchmal einfach nicht in der Stimmung dazu zu lesen. Das kommt ja auch ganz normal vor. Eine Frage noch, die auch viele Buchfreunde, Menschen, die gerne lesen, beschäftigt. Wie wichtig ist für dich so ein erster Satz des Buches oder die ersten paar Sätze? Ja, das ist schon ein Kriterium. Es ist nicht das Größte, aber ich finde, so ein Satz, der setzt dann schon mal die Stimmung einfach, wenn er gut ist, der zieht dann schon mal rein. Und wenn der gut gemacht ist, dann hänge ich da wirklich dann wie so der Fisch an der Angel dran. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch so der Mythos, was ja auch viele Autoren, Autorinnen sagen, irgendwie der erste Satz sei ein bisschen überbewertet. Aber ich finde, wenn er gut gemacht ist, dann ist er schon so ein Aufhänger, wo ich sage, da will ich dranbleiben. Hast du einen Lieblingssatz? Ich finde tatsächlich einen Satz ganz, ganz großartig. Der stammt aus dem etwas unterschätzten Roman Eine englische Ehe von Claire Fuller. Und der lautet, Jill Coleman blickte aus dem Fenster der Buchhandlung im ersten Stock und sah seine tote Frau unten auf dem Gehweg. Das ist schon mal ein Satz, wo ich denke, was ist denn da passiert? Und dann stellt sich im Laufe dieses Buchs heraus, dass seine Frau eigentlich nur verschwunden ist. Die ist mal baden gegangen und ist seitdem ohne Anzeichen oder ohne Lebenszeichen verschwunden gewesen. Und er blickt die einfach zu Beginn dieses Buchs eben unten an dieser Buchhandlung vorbeigehen und stürzt dann so in eine Geschichte, lebt sie vielleicht noch, was ist da passiert? Und das ist einfach so ein Satz, finde ich, der zieht einen rein, da bin ich dann gespannt. Und es ist dann schön, dass auch das restliche Buch, zumindest im Fall von Claire Fuller, einfach diese Spannung hält. Und das finde ich ganz gut gemacht. Von daher auch da eine große Empfehlung von mir, Eine englische Ehe von Claire Fuller. Ich finde auch, der Satz, der ist interessant deswegen, weil er aus so einer Normalität rauskommt. Also der schaut da, hockt da in der Bücherei, schaut aus dem Fenster und dann dieses kleine Detail, dass da die Frau draußen liegt, klingt spannend. Würde ich absolut auch weiterlesen. Und, ja, ist dann auch so gemacht, weil der Roman ist dann auch eine Hymne ans Lesen, weil die Frau immer so bestimmte Stellen einfach oder bestimmte Postkarten oder Skizzen aus ihrem Leben immer in verschiedenen Büchern versteckt, weil das ein englischer Literaturprofessor ist. Und die Kinder entdecken dann quasi in der heimischen Bücherei so langsam die Geschichte ihrer Mutter und den Hintergrund des Verschwindens. Und mit so einem Satz, finde ich, der ist sehr doppelbödig, da schwingt viel mit. Das ist gut gemacht einfach. Jetzt waren wir beim Anfang eines Textes. Wie wichtig ist das Ende für dich? Bist du oft enttäuscht? Ach, ob ich enttäuscht bin? Nee, aber ich finde, so ein gutes Ende, das kommt einfach nochmal wie so ein Paukenschlag und es bleibt dann im Kopf. Das ist so bestes Beispiel, im Westen nichts Neues von Remarque einfach. Aber ich finde auch zum Beispiel den Zauberberg einfach ganz, ganz großartig in seinem Ende, wo sich, ohne jetzt viel zu spoilern, aber ja sehr viel in diesem Sanatorium in Davos abspielt und dieser junge Mann in all seiner Fülle und seiner ganzen Charakterstärke vorgestellt wird. Und dann endet das Buch plötzlich mit so wirklich einem Zack, einem Schlag. Das ist dann schon sehr nachdrücklich und bleibt im Kopf. Und sowas finde ich gutes Anfang, ein guter Anfang, gutes Ende. Und wenn dann auch noch alles, was dazwischen ist, passt, dann bin ich jetzt immer schon sehr nah an so einem wirklich Top-Buch oder einem Top-Schmöker dran. Wir kommen später noch auf deine Tipps, was du unseren Hörerinnen und unseren Hörern empfehlen würdest, was sie lesen sollten unbedingt. Vielleicht noch kurz die Frage,
Liest du Bücher immer in gedruckter Form oder darf es auch mal ein E-Reader sein oder sogar Smartphone? Auf dem Smartphone finde ich es immer schwierig, einfach mit dem Bildschirm. Aber ich habe tatsächlich auch privat einen E-Reader, was eine super Sache ist, einfach für Fluggepäck. Nicht viel mitnehmen und da passen ja wirklich hunderte Bücher drauf. Das finde ich sehr, sehr annehmbar. Und wie gesagt, ich sehe da auch immer gar keinen Grund, dass man das eine abwerten sollte oder das andere aufwerten sollte. Es sind einfach verschiedene Formen des Lesens. Ansonsten wird es halt nur schwierig, wenn man mit seiner Heimbücherei protzen will und dann das Kindle macht sich jetzt nicht so gut in dem Billigregal alleine. Aber tatsächlich einfach hat beides Vorteile, was halt immer zu unterschiedlichen Gelegenheiten passt. Und da ist es bei mir dann auch so, dass ich mal das eine da wieder, das andere da lese. Also da keine Bevorzugung eines Mediums. Mhm. Wir werden gleich noch ein bisschen auf dein Hobby als Buchblogger blicken. Du hast ja einen Blog, in dem du auch über Bücher schreibst, wie gut du die findest und warum. Vorher nur kurz eine gesellschaftliche Frage. Es ist ja so, dass man früher in Bus und Bahn zum Beispiel immer sehr viele Menschen gesehen hat, die gelesen haben. Mir ist es noch ein bisschen in Erinnerung mit der Harry Potter-Zeit. Da war ich mal in München in der U-Bahn unterwegs und jeder hat dieses Buch gefühlt gelesen, in meiner Erinnerung, die natürlich jetzt auch schon lang her ist. Heute sieht man es eher selten, dass Menschen in Bus und Bahn zum Beispiel lesen und auch generell. Findest du es schade oder fällt dir das auch auf? Ich finde, es hat sich einfach verändert. Es kamen neue Medien dazu, was wir jetzt hier machen, Podcasts, Spotify, man kann Medien ganz anders konsumieren. Auch das Smartphone, ich meine, da habe ich die ganze Welt einfach drauf. Da kann ich auf Internetseiten lesen, ich kann in einem Buch lesen, was auch immer. Deshalb, ich weiß ja auch immer gar nicht, was die Leute einfach auf ihrem Smartphone gerade rumwischen, ob die vielleicht nicht doch ein Buch lesen oder ihren E-Reader dabei haben. Ja, natürlich kann man sagen, so als alter Nostalgiker, so das war schon noch schöner, als da jeder seinen Blick irgendwie ins Buch geworfen hat. Aber wo ist eigentlich der Unterschied? Ich rede da nicht mit dem Nachbarn oder ich rede da nicht mit dem Nachbarn, ob ich jetzt ein Buch lese oder ob ich jetzt ein Smartphone lese. So, aber ich glaube, da ist einfach die Medienwelt im Wandel und das, ja, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich glaube, ich sehe es einfach neutral. Das hat sich einfach verändert. Und ja, Hauptsache die Leute lesen. Das ist mir immer wichtig, ob jetzt in ihrem Smartphone oder im Buch. Das ja, ist den Leuten belassen. Mhm. Wobei, ich merke es auch bei mir selber, wenn ich aufs Smartphone schaue, dann bin ich schon eher unruhiger. Dann switche ich zwischen den Apps durch, schaue auf Instagram, auf Twitter. Dann lese ich vielleicht mal einen Artikel. Also eine Sache, die irgendwie auf minimale Aufmerksamkeitsspanne ausgerichtet ist, manchmal zumindest. So ein Buch ist natürlich was, wo man sich richtig einlassen kann drauf, wo man drin versinken kann. Findest du es nicht auch bedenklich, dass diese Fähigkeit scheinbar vielen abhanden kommen zu scheint? Ja, das bringt einfach auch unsere Zeit mit sich, immer mehr Informationen. Da poppt noch was auf, da poppt noch was auf. Dann habe ich irgendwie in der Straßenbahn neuerdings Laptops, wo nochmal die ganzen Schlagzeilen der Augsburger Allgemeine natürlich aufbereitet sind. Ich finde, ja, da ist einfach viel im Wandel. Es blinkt überall, es brummt und das macht einen schon auch manchmal diesen Information Overload, es kommt einfach ganz viel rein, auch die Gedanken fließen dann immer so ein bisschen träger einfach, weil es einfach so wahnsinnig viel ist. Und ich finde, da ist das Buch schon eine gute Gegenkur, so ein Antidot für die Entspannung einfach auch wieder mit den Gedanken. Und ich merke auch, wie es dann einfach gut tut, sich mal wieder selber zu konzentrieren oder dann zur Ruhe zu kommen und sich da wirklich in den Text reinzugeben. Und das ist dann, finde ich, auch schon der Vorteil einfach am Medium Buch. Ich brauche wieder Zeit und die ganzen Bilder entstehen tatsächlich ja nur in meinem Kopf und ich habe nichts mehr auf meinem Handybildschirm und von daher, ja, das ist mal wieder, ja, um runterzukommen. Entschleunigung ist ja das große Motto, da ist, glaube ich, das Buch Entschleunigung pur und das tut schon auch mal wieder gut, merke ich auch für den eigenen Kopf. Hast du denn einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht mal wieder gerne ein Buch lesen wollen, aber denen es einfach zu beschwerlich ist? Also auch da vielleicht zum Hintergrund, ich brauche manchmal auch ein bisschen Anlauf, ehrlich gesagt, vom bequemen oder scheinbar bequemen Smartphone, wo ich alles auf einen Blick habe, zu wechseln zu einem Buch, wo ich mich wirklich mal für ein paar Stunden darauf einlasse. Hast du da einen Tipp für Menschen, wie dieser Wechsel möglicherweise leichter gelingen kann? Ja, ich würde unbedingt empfehlen, einfach in eine gute Buchhandlung oder noch besser einfach in die Bücherei mit einem kompetenten Bibliothekar zu gehen und sich einfach mal beraten zu lassen. Die kennen sich da ganz gut aus, die Leute, die da arbeiten. Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde auch, ich will jetzt überhaupt nicht die Bestsellerlisten verdammen, aber da einfach mal einen Blick drauf werfen, schauen, was spricht einen an, auch sei es nur mal eine Leseprobe reinzugucken.
natürlich ist es schwierig oder das eine Buch jedem zu empfehlen, der jetzt halt mal ein bisschen entschleunigen will und runterzukommen. Aber ich finde, es gibt auch ganz, ganz viele Bücher, beispielsweise nehmen wir jetzt nur Julie C. unter Leuten, wo selbst auch Leute sagen, Mensch, ich bin eigentlich immer nur so der Netflix-Gucker, ich mag diese Struktur, irgendwie so eine Folge, dann kommt nochmal was. Und ich finde, solche Bücher sind da schon mal sehr geeignet, die viel mit Cliffhangern arbeiten, verschiedene Perspektiven, noch dazu in einer nicht ganz komplizierten Sprache. Also ich finde, da kann man schon mal ganz gut einsteigen in so eine Welt und sich dann einfach noch ein bisschen in den Kosmos reinwagen und dann noch sehen, wie reichhaltig die Literaturwelt dann, ja, die dahinter ist, die hinter dieser Bestsellerliste steht. Das ist, finde ich, immer ganz gut, dass man da einfach mal so eine Orientierung hat. Aber wie gesagt, am besten einfach sich von jemandem an die Hand nehmen lassen, der sich da gut belesen auskennt. Vielleicht kurz zwei Einschübe zu Cliffhanger, wem das Wort jetzt nicht sagt. Das sind so Passagen in einem Text, die einfach Lust machen sollen, weiterzulesen, die einfach Spannung aufbauen und animieren dazu, weiterzulesen. Ja, ich will wissen, wie geht's weiter, noch eine Seite und schon hat man wieder irgendwie 10 Seiten, bis das nächste Kapitel kommt. Das ist immer, finde ich, ganz gut, wenn man, natürlich schlecht, wenn man vielleicht am nächsten Tag aufstehen muss, aber das hält schon, finde ich, ganz gut wach oder lässt dann einfach immer wieder dranbleiben. Und dein Buchtipp von gerade mit Juli C. unter Leuten, der hat ja, glaube ich, sogar jetzt den bayerischen Ja, Buchpreis gestern gewonnen. Abend, ja, sehr gut informiert, gestern Abend Bayerischer Buchpreis, Publikumspreis tatsächlich für den Nachfolger Unter Leuten über Menschen heißt das neue Buch, spielt ja dann in der brandenburgischen Provinz, ein Mega-Bestseller, ich glaube, wird tatsächlich irgendwo in der Top 3, glaube ich, der Jahresbestseller wieder landen. Von daher ist natürlich die Frage, ob sie jetzt den Preis auch noch gebraucht hätte, aber man sieht ja, das Publikum mag die Bücher und deshalb gestern Abend dann der Anruf bei Frau C., dass sie da gewonnen hat, was sie auch sehr gefreut hat, weil sie ja selber am Telefon sagte irgendwie, das ist ja auch, wofür sie schreibt, fürs Publikum. Und von daher, ja, kann man dann tatsächlich, glaube ich, auch mal gratulieren rauf in die brandenburgische Provinz. Kurze zeitliche Einordnung, weil du von gestern Abend sprichst, das war jetzt dann bei Aussendung des Podcasts in der vergangenen Woche, nur für die Zuhörer und Hörer, dass sie da nicht falsch im Internet googeln und nach gestern Juli C. suchen und nichts finden. Das auf alle Fälle, genau. Und wenn ich darf, einen Tipp habe ich tatsächlich noch, wenn man sagt, Mensch, der empfiehlt ja da nur irgendwas aus den Bestsellerlisten. Nein, natürlich nicht. Ein Buch, das genau nach demselben Prinzip funktioniert, stammt von Anthony Durr, einem Amerikaner, und das heißt Wolkenkuckucksland, ist jetzt bei C.H. Beck erschienen. Und das funktioniert auch nach diesem Prinzip. Vielleicht habe ich 3 Figuren oder 3 Erzählstränge. Da ist man einmal im Mittelalter in Istanbul, beziehungsweise Konstantinopel, wie es noch heißt, 1453 bei der Eroberung. Dann ist man in der Gegenwart, wo ein junger Herr einen Bombenanschlag auf eine kleine Bibliothek plant, und in der Zukunft, wo sich eine junge Frau auf einem Raumschiff befindet, das irgendwo unterwegs ist in die Galaxis, wo vielleicht der Menschheit nochmal eine neue Chance gegeben wird, wo sie auf einem weiteren Planeten leben können. Und diese 3 Geschichten verzahnt auch Anthony Durr immer so, dass man unbedingt dranbleiben will. Man denkt, was haben diese Geschichten jetzt eigentlich gemeinsam? Warum sind wir jetzt wieder in Konstantinopel? Aber es ging doch gerade in dieser Bücherei, wo dieser junge Herr da ist. Und das finde ich unglaublich gut gemacht, in einer schönen Sprache, wo man super gut lesen kann. Also von daher, es muss nicht nur das ganz Populäre sein, auch Anthony Durrs Wolkenkuckucksland beispielsweise wäre da echt von mir so eine Empfehlung, mit der man wieder ganz gut reinfinden kann in diesen Rausch des Lesens oder in diesen Zauber mit so ganz vielen Welten. Und das ist die perfekte Überleitung. Also genau das, was du gerade bei diesem Buch gemacht hast, das machst du ja auch im Internet in Form eines Blogs. Buchhaltung heißt der. Da besprichst du Bücher, ähnlich wie gerade eben dieses Buch. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, warum du angefangen hast, nicht nur zu lesen, sondern auch jetzt übers Lesen zu schreiben? Ja, weil ich tatsächlich, man mag es gar nicht meinen, aber durchaus ein mitteilungsfreudiger Mensch bin einfach. Das fand ich damals schon spannend, als ich studiert habe und habe das 2013 begonnen. Da war das noch ganz neu, diese Welt von Blogs und so weiter, bevor das dann alles wieder ein bisschen zu Instagram abgewandert ist und die nächste Plattform kommt. Das ist ja auch einfach der Zyklus und das ist ja auch gut so. Und ich dachte, Mensch, warum auch nicht andere teilhaben lassen an dem eigenen Leseerlebnis? Und ich
bin dann schon immer sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Vielleicht interessiert es ja noch andere Menschen. Und so habe ich dann damals begonnen, das Ganze ins Leben zu rufen und ist dann über die Jahre habe ich das immer wieder nachverfolgt. Hat sich natürlich auch geändert, das Aussehen des Blogs und der Anspruch ist gestiegen. Die ganzen Titel oder die ganzen Besprechungen sind auch länger geworden. Aber inzwischen ist es so, 8 Jahre und so um die 500 Leute haben das abonniert. Kann man auch kostenlos abonnieren und bekommt dann einmal im Monat immer so einen kleinen Newsletter mit den ganzen Besprechungen, die im vergangenen Monat erschienen sind. Und da bemühe ich mich einfach, so ein möglichst breites Spektrum an Titeln abzudecken. Da schauen wir gleich noch rein. Nur kurz noch die Frage, reich geworden bist du denn damit jetzt noch nicht mit diesem Blog, oder? Nehme ich an. Ach ja, das wäre schön, aber tatsächlich zahle ich eher drauf, tatsächlich. Weil die ganze Administration und so weiter, die ist ja auch nicht umsonst. Ich bekomme halt von den Verlagen die meisten Titel einfach umsonst, aber ansonsten Geld verdiene ich in keinster Weise. Also wer mir da irgendwie wirtschaftliche Interessen nachsagen will, der soll sich besser nochmal informieren. Es ist tatsächlich einfach ein unbezahltes Hobby. Wie gesagt, manchmal gibt es dann ein Buch umsonst oder halt mal die Einladung zu einer Veranstaltung. Aber alle, die jetzt sagen wollen, Mensch, der Müller, das mache ich auch, da werde ich reich. Leider, leider nicht. Vielleicht mal auf einer Buchmesse bei einer Stehparty ein Gläschen Sekt, aber das war es dann auch schon tatsächlich. Also da ist wirklich die Leidenschaft, die dich da antreibt. Seit 2013 machst du ja diesen Blog. Erinnerst du dich denn noch an all diese gelesenen und rezensierten Bücher? Ganz ehrliche Antwort. Nein, natürlich nicht. Deshalb habe ich ja auch diesen Blog, was super praktisch ist, weil ich die ganzen Jahre über nachverfolgen kann oder wieder suchen kann. Und da ploppen dann unten natürlich mal wieder bei so einer Verlinkung eine Besprechung auf. Ach, das habe ich ja gelesen. Ah, okay, ja. Und das ist einfach so angesichts dieser Fülle, das bleibt nicht alles im Kopf. Und da finde ich auch, ist dieser Blog auch dann wieder nicht nur fürs Publikum, sondern auch für mich einfach so eine Gedankenstütze, auch sich anzuschauen, wie Urteile mal ausgefallen sind, wenn man so eine Reihe nachverfolgt, irgendwie nach dem 8. Buch, ach, jetzt ist doch ein bisschen die Luft raus. Wie war denn das am Anfang? Kann ich einfach wieder nachlesen, was mir damals gefallen hat. Und das finde ich dann sehr schön. Und ja, es ist natürlich wahnsinnig subjektiv, also nicht alles, was mir gefällt, gefällt anderen Menschen auch. Aber ich bemühe mich einfach immer, meine Kritikpunkte oder mein Lob immer recht nachvollziehbar zu schildern und dann auch zu zeigen, wie ich zu meinen Urteilen komme. Das ist mir immer schon ein Anliegen. Jetzt habe ich trotzdem mal ein bisschen gestöbert im Archiv deiner Rezensionen. Oh je, da was kommt jetzt? Ebenfalls die Kollegin Stephanie Wirsching draufgebracht. Also sie ist schuld, ich bin ganz unschuldig in der Sache. Ich werde nochmal ein bisschen mit ihr reden, ja. Genau. Und zwar zum Beispiel ein Buch von November 2017, auch von Juli C., zufälligerweise Leere Herzen. Weißt du noch, ob es gut oder schlecht war zumindest? Leider schlecht. Das weiß ich noch. Das ist tatsächlich auch eine Kritik, die ganz gut geklickt wurde, immer noch. Das war ein Buch, ich glaube, ich habe dann auch irgendwas geschrieben von wegen Klassensprecherin, dass man diesen Buch sehr anmerkt, diesen Impetus, dieses Besserwissertum. Ich habe wirklich keinen Zugang gefunden. Ich habe nicht gewusst, was mir Frau C. damit sagen will, was umso trauriger war, weil ich war ein großer Fan auch von Unterleuten und dachte, ja, jetzt kommt wieder sowas, aber dieses Leere Herzen hat mich damals doch etwas ratlos zurückgelassen. Oder war mein Lob doch sehr stark oder erzähle ich gerade Unfug? Nein. Nee, das trifft sich ganz gut. Ich lese mal kurz die letzten zwei Sätze vor. Also du hast geschrieben, leider bleibt es beim Wollen und einer mangelhaften Umsetzung der aktuellen Themen und Fragen. Leere Herzen ist einfach schlecht ausbalanciert, unrund, wenig plausibel. Und somit eine der großen Enttäuschungen dieses Bücherherbsts. Ja, stehe ich nach wie vor dahinter. Ja. Das war also genau vor 4 Jahren tatsächlich. Und ich habe noch weiter runtergescrollt im Archiv zu deinem allerersten Buch, das du rezensiert hast. Kannst du dich erinnern dran? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Da weißt du mehr als ich. Das ist, glaube ich, schon eine Jugendsünde wahrscheinlich, 2013. Genau, April 2013 war das von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Yu Hoey. Ja, Silo. Silo, genau, richtig. Ja. Weißt du noch, ob du es gut fandest oder schlecht? Oh, ich glaube, ich war jung und war noch sehr beeindruckt davon. Das war, glaube ich, noch zum Beginn dieser Dystopie, als alles losging. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, was da vor 8 Jahren in diesem Buch stand, dass es, glaube ich, um eine Gemeinschaft geht, die in diesem Silo eben lebt. Das ist so ein dystopisches Setting. Und, glaube ich, irgendwie junge Menschen, die da rausbrechen wollen oder irgendwie so in die Richtung war das, glaube ich. Das Cover war vorne gelb drauf, ist im Piper Verlag erschienen. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, muss ich sagen. Dann lese ich da auch kurz zwei Sätze vor. Danke.
Das Buch ist originell und spannend und erinnerte mich von der Grundidee an den Film Die Insel von Michael Bay, was dem Buch keinesfalls zum Nachteil gereicht. Die 544 Seiten sind klug gewählt und strukturiert. Wenn man möchte, kann man im Roman Bezüge und intertextuelle Verweise erkennen und hineininterpretieren. Man kann das Buch aber auch einfach nur als spannende Zukunftsvision lesen, die den Leser packt und manchmal frösteln lässt. Das habe ich damals geschrieben. Das hast du geschrieben. Zumindest steht es so auf deiner Seite. Klingt gar nicht mal so schlecht. Also nee. Du klingt sehr reflektiert dafür, dass es eine, in Anführungszeichen, Jugendsünde war. Ja, ja, ach. Aber tatsächlich, du merkst schon, es ist nicht mehr so viel hängen geblieben von diesem Buch. Ich glaube, auch den Film Die Insel würde ich heute inzwischen ein bisschen kritischer sehen. Aber ja, ja, das stehe ich dazu. Also was soll ich auch alte Beiträge löschen? Einfach. Ich finde, da merkt man auch einfach so eine Entwicklung, was man früher gern gelesen hat, was man jetzt liest, wie sich der Schreibstil geändert hat, wie sich auch vielleicht die Kriterien ändern. Und insofern, ja, ist es schön auch. Danke, dass du mich da nochmal dran erinnert hast. Das wusste ich alles nicht mehr. Es wäre irgendwie toll, wenn du jetzt deinem 22-jährigen Ich zum Beispiel gegenübersetzen könntest und ein bisschen streiten über diese Bücher. Es wäre ein sehr spannendes Format, wenn sowas möglich wäre. Dass ich inzwischen ganz miesepetrig geworden bin und nichts mehr gut finde von früher. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich auch spannend. Vielleicht hätte ich mir auch ein paar Bücher aus der Hand genommen, die ich damals noch gelesen habe oder meinte, es gelesen haben zu müssen. Aber ja, insofern kleine Zeitkapsel auch dieser Blog. Jetzt liest du also viel, schreibst auch in diesem Blog. Wann kommt denn dein Buch raus, dein erstes? Ich hoffe nie. Also bei aller Liebe wirklich. Also das möchte ich niemandem antun. Noch ein Buch auch, ich lese die wahnsinnig gerne, aber ich finde, noch ein durchschnittliches Buch von einem weißen Mann, der jetzt nicht besonders spannende Lebensgeschichte hat, das finde ich, braucht niemand. Also das möchte ich wirklich niemandem zumuten. Da lese ich lieber und begnüge mich damit, andere Bücher zu kritisieren. Aber ich hoffe, man nimmt mich auch 8 Jahre nach diesem Podcast jetzt noch beim Wort, dass es bis dahin auch noch kein Buch von mir gibt. Ansonsten dürfen alle Zuhörer schelten. Falls du doch ein Buch veröffentlichen wirst, dann kommst du einfach zu Gast nochmal zu unserem Podcast und dann werden wir das natürlich sehr kritisch beäugen. Ihr habt jetzt den O-Ton, ihr könnt es mir vorspielen. Ganz dann, genau, das machen wir. Wunderbar. Marius, du bist ja, haben wir schon besprochen, Leiter der Stadtteilbücherei Göggingen. Moment allerdings nicht. Also du arbeitest im Gesundheitsamt. Wie kam es denn dazu? Ja, es ist tatsächlich so, auch alle Kundinnen und Kunden, die gerade an der Tür in Göggingen rütteln, die finden die Bücherei verschlossen vor, weil, auch das wird, glaube ich, Bestand haben, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, wir haben tatsächlich schon seit einiger Zeit eine Corona-Krise. Und jetzt ist es wieder so, die Inzidenzen gehen durch die Decke und jedes Referat bei der Stadt, wir sind ja auch kommunal, musste da einen bestimmten Anteil an Mitarbeitenden abstellen, einfach zwecks Corona-Kontaktperson nachverfolgen und Indexmanagement, das heißt Betreuung des der erkrankten Personen. Und da hat es tatsächlich jetzt leider auch die Stadtteilbücherei Göggingen getroffen. Und meine Kollegin und ich müssen in der Kontaktpersonennachverfolgung aushelfen beim Gesundheitsamt und entsprechend Quarantänen ausstellen, Kontaktpersonenketten nachverfolgen, Recherche betreiben. Und insofern wünsche ich auch gerade immer allen Freunden, dass sie gerade nichts von mir hören, weil wenn ich mich telefonisch melde bei Menschen in Augsburg, dann ist es meistens nichts Gutes und dann muss ich immer recherchieren. Und da ist jetzt leider eben dann auch die betrübliche Begleiterscheinung, dass die Stadtteilbücherei Göggingen bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss. Das heißt, du machst jetzt gerade einen Job, der für dich wahrscheinlich so nie in Frage gekommen wäre, oder? Ja, ich glaube, wenn man auch Silvester letzten Jahres mir gesagt hätte, dass ich jetzt dann mal mindestens ein Vierteljahr lang Quarantänen ausspreche und verschiedene Augsburger, Augsburgerinnen recherchiere, hätte ich es tatsächlich nicht geglaubt, weil eigentlich, glaube ich, wie viele Menschen habe ich das Coronavirus schon auch ein Stück weit besiegt gesehen und gedacht, dass es eigentlich jetzt der Scheitelpunkt der Krise überwunden ist. Aber leider ist dem ja nicht so und dementsprechend müssen wir jetzt alle nochmal ran und dann natürlich jetzt schauen, wie wir die Krise irgendwie einigermaßen gewuppt bekommen. Und wie lange wirst du den Job noch machen oder wann wirst du zurückkehren in die Bücherei? Weißt du das schon? Das wissen nur die Götter. Das
Das ist tatsächlich bis auf Weiteres diese Abordnung ins Gesundheitsamt. Und ich hoffe natürlich auch für alle Kundinnen und Kunden, die schon ganz sehnsüchtig sind und nachfragen, wann geht's weiter, wann können wir wieder was ausleihen, dass dieser Zustand nicht lang anhält. Aber ich fürchte, so wie sich aktuell die Lage darstellt, werden wir noch ein ganzes Weilchen auch mit dieser Thematik befasst sein, leider. In der Zeit kann zumindest deine Vorfreude wachsen ein bisschen, oder? Ja, ich habe tatsächlich schon eine gewisse Sehnsucht wieder nach meinem Arbeitsplatz, muss man ganz ehrlich sagen, und eben den vielen Kundinnen und Kunden. Und es ist ja auch schön, dass auf der anderen Seite auch immer wieder dann Rückfragen da sind oder sagen, Mensch, wann kommt sie wieder? Wir wollen doch wieder zu euch. Und von daher ist es ja auch ein schönes Zeichen, dass man sieht, wie man gewertschätzt wird einfach. Das ist ja ganz positiv. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer draußen noch, um es transparent zu machen. Wir haben natürlich immer noch Corona-Krise. Wir sitzen jetzt hier, Marius Müller und ich, in einem Raum, aber sehr, sehr weit auseinander. Es sind bestimmt 3, 4, 5 Meter, ich weiß es nicht. Sind geimpft, sind getestet. Wir kommunizieren mit Rauchzeichen, so weit ist der Abstand hier. Ja, beinahe schon. Ich kann schon kaum mehr sehen, wo du genau sitzt. Kann ich noch aus Gesundheitsamtssicht kann ich hier nichts einwenden. Alles sehr vorbildlich, wie es also gehandhabt wird. Den offiziellen Stempel Corona-approved haben wir jetzt auch noch bekommen. Wunderbar. Marius, wir würden jetzt auch noch gerne in unserem Podcast, der natürlich Augsburg meine Stadt heißt, auch über Augsburg, deine Stadt, sprechen. Gerne. Und ich frage dich mal ganz frei raus, was magst du denn an Augsburg? Ich finde, es ist eine Stadt mit einer schönen Größe einfach. Ich finde, es ist alles da, was man braucht, beziehungsweise wenn ich Mann sage, dann meine ich natürlich ich. Aber es ist vom Theater einfach über eine gute Restaurantszene bis hin zu Buchhandlungen, bis hin zu Kirchen. Es ist alles da, was man irgendwie braucht, was die Stadt lebenswert macht. Viel Freizeit, Flüsse, Kanäle, hohe Aufenthaltsqualität, finde ich. Von daher ist es wirklich eine Stadt, wo ich sage, also ich muss hier nicht mehr weg. Ich finde es hier wirklich schön. Das ist eigentlich ja meine Stadt. Gehst du auch mal in andere Bücher rein oder sagst du, nee, nur meine ist die wirklich einzig wahre? Also außer Göggingen gibt es natürlich gar nichts, das ist ja ganz klar. Aber Ironie beiseite, natürlich schaut man einfach mal, was machen die Kolleginnen und Kollegen, gerade wenn man irgendwie nach Skandinavien schaut, es sind ja wirklich sehr richtungsweisende Bibliotheken oder Konzepte, die es da gibt. Oder auch wenn man dann mal in anderen Städten so im Urlaub ist, dann luke ich da schon mal rein. Oder Dublin meinetwegen, die tolle Trinity College Bücherei und sowas, da halte ich mich dann auch gerne auf und guck mal. Aber daheim ist es dann doch am schönsten, gell? Und wie gesagt, dann nimmt man vielleicht mal eine Inspiration mit, aber so woanders könnte ich es mir gerade gar nicht vorstellen. Um nochmal zu Augsburg zurückzukommen, was machst du denn hier vor Ort gerne? Also gehst du ins Theater, Kino, bist du bei Christkindlesmarkt oder Plärrer am Start? Wie sieht das so aus, dein Stadtleben? Ja, das werden wir sehen, was mit dem Christkindlesmarkt und Plärrer sein wird. Aber tatsächlich bin ich stolzer Besitzer einer Theatercard und da trifft man mich sehr, sehr oft, auch gerne mal zweimal am Wochenende, wenn entsprechende Stücke auf dem Spielplan stehen. Das finde ich super Einrichtung, da halte ich mich gerne auf. Ansonsten auch, finde ich, gibt es ja tolle Orte, einfach der Hofgarten, wo man super am offenen Bücherschrank stöbern kann und da ein bisschen lesen kann. Ansonsten natürlich Bücherei, finde ich auch unabhängig von der eigenen Jobbrille, einfach ein schöner Ort. Und ansonsten beispielsweise finde ich auch die Moritzkirche wunderbar gelungen mit diesem Umbau von John Pawson. Kann man einfach mal drin sitzen und die Gedanken schweifen lassen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt religiös ist, finde ich, ist auch so ein Ruheort einfach in der Stadt. Da gibt es ganz schöne viele Orte, an denen ich mich sehr, sehr gerne aufhalte. Wohnst du dann auch in der Innenstadt oder in Göggingen draußen? Ich wohne in Steppach. In Steppach, wo ganz anders. Darf man das hier sagen? Ja, für mich ein Vorort von Augsburg. Das ist tatsächlich, da wohne ich. Aber wie gesagt, die meisten Zeit halte ich mich ja tatsächlich dann in der Stadt auf, sei es jetzt in Göggingen oder ich bin ja auch Samstag ab und an in der Zentrale am Ernst-Reuter-Platz anzutreffen, weil ich da ja auch meine Dienste verbringe und so weiter. Also ich bin schon auch die meiste Zeit in der Stadt unterwegs auf meinem Rad und das möchte ich nicht missen. Und triffst da wahrscheinlich auch so die ein oder anderen Kulturschaffenden zum Beispiel, nehme ich an, oder? Kennst du zum Beispiel André Bücker vom Staatstheater oder andere? Ja, also natürlich finde ich, ist man immer viel unterwegs und saß jetzt hier gerade noch von dem Restaurant neben Sally Durand, der Sängerin des Ensembles, die kennt man natürlich und ja,
Ich finde, wenn man sich in der Szene bewegt, so groß ist die ja auch nicht, dann hat man da unweigerlich manchmal Berührungspunkte. Das heißt auch nur, wenn ich im Theater einfach im Publikum sitze und so weiter. Aber ja, gerade auch was so literarische Leben angeht, ich meine, Kurt Rizovic von der Buchhandlung am Obstmarkt, ohne den, glaube ich, gäbe es ja auch die halbe Literaturszene der Stadt einfach nicht. Oder auch die neue Stadtbücherei ist ja auch viel auf dessen Engagement zurückgegangen. Und solchen Leuten begegnet man einfach häufig, sei es mal so im normalen Leben oder dann sitzt man wieder bei Veranstaltungen der Augsburger Allgemeinen auf dem Podium abends und streitet dann bis auf die Haarspitze über einen Titel, die der Herr Rizovic gut findet, die Frau Wörsching von der Augsburger Allgemeinen so okay. Und man selber ist dann natürlich davon überzeugt, dass es das beste Buch des Abends ist. Und sowas ist einfach schön, finde ich. Und da ist auch Augsburg, finde ich, mit seiner Größe eine tolle Stadt. Klingt toll. Ich wollte jetzt natürlich den geschickten Übergang machen zu einer Podcast-Empfehlung. Und zwar hat meine Kollegin Ida König vor ein paar Wochen mit Staatstheaterintendant André Bücker gesprochen. Das Gespräch gibt es natürlich auch jetzt noch zum Anhören. Der spricht so ein bisschen über die Herausforderungen natürlich in Corona-Zeiten, was jetzt für die aktuelle Spielzeit geplant ist und wie überhaupt so der Beruf als Intendant ist. Auch wie ganz viel spannend. Chaos braucht das Theater, war, glaube ich, so das übergehende Thema, oder? Du bist unglaublich gut informiert, muss ich sagen. Also ich glaube, du könntest hier einen kurzen Abriss über unsere letzten Podcast-Episoden wunderbar geben. Naja, es sollte mir niemand vorhalten, ich hätte mich nicht vorbereitet, ja, insofern. Also wirklich erstaunlich. Ja, das freut mich natürlich auch. Kurze Frage noch, wenn es um Augsburg geht, dann spricht man natürlich auch oft über die Sportstadt Augsburg. Bist du irgendwie interessiert an FCA, AEV oder Ähnlichen? Ja, ich bin klassischer Erfolgsfan. Das heißt, im Moment sieht man mich eher weniger beim FCA. Nein, aber ich durchaus ab und an mal im Stadion. Ich war auch im letzten Jahr, hatte ich das Geburtstagsgeschenk bekommen, zum ersten Mal dann zum AEV zu gehen. Ich war tatsächlich begeistert, weil ich bin jetzt nicht der große Sportkenner, das muss man sagen. Aber das fand ich schon tatsächlich da eine Stimmung auch auf dem Eis oder genauso im Stadion. Da bin ich auch gerne mal. Also von daher absolut. Also wenn du nicht gerade im Theater sitzt oder im Hofgarten spazieren gehst, ja, und da an dem Bücherschrank, ja, man schaust. Man soll es halt nicht verwechseln, so die Laola-Welle macht im Theater eher weniger Sinn als im Theater, als im Fußballstadion. Aber nein, also ich finde, es ist eine vielfältige Stadt einfach mit vielen Facetten und das macht auch den Reiz aus. Danke für den Einblick, wie du Augsburg siehst, sehr interessant. Wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich möchte dich natürlich, obwohl du schon ein, zwei Bücher empfohlen hast, nochmal drum bitten, hast du einen Buchtipp für die Hörerinnen und Hörer zu einem Buch, das sie unbedingt lesen müssen? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was die Hörerinnen und Hörer sonst so gerne lesen. Also ich finde zum Beispiel, wer Augsburg auch mag, da ist Thomas Hettche unbedingt eine Empfehlung, der ja einen großartigen Roman über die Augsburger Puppenkiste geschrieben hat zuletzt. Auch das wirklich ein Buch, das man sehr, sehr empfehlen kann, in dem er auch zeigt, wie einfach Augsburg so nach dem Krieg war, wie die Geschichte einfach der Familie Oehmichen war, bis dann die Puppenkiste gegründet wurde. Und das ist einfach eine große Empfehlung, die ich an dieser Stelle aussprechen möchte, für Thomas Hettche, Herzfaden, Roman der Augsburger Puppenkiste. Also das ist ein tolles Buch, das ich auf alle Fälle an Augsburger Fans ans Herz legen kann. Dann finde ich auch ein Buch, das zu Unrecht weder für den deutschen noch für den österreichischen noch für den bayerischen Buchpreis berücksichtigt wurde. Leider, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Eva Menasse, Dunkelblumen. Und da haben wir auch schon bei der letzten Soiree drüber debattiert mit Kurt Idrisowitsch und Stefanie Würsching, was ich vorhin schon sagte. Und da waren wir auch alle uns einig, das ist eigentlich ein Meisterwerk, weil Eva Menasse erzählt da eigentlich von einem Endphaseverbrechen in Rechwitz, wo eine Gala, ein Diner gegeben wurde bei einer Adligen. Die ganzen Gäste sind vor der Nachspeise aus diesem Haus rausgegangen, haben sämtliche Juden des Ortes erschossen, sind wieder ins Haus und haben weitergegessen und weitergefeiert. Und dieses Verbrechen steht so im Zentrum von Dunkelblumen, was so dieser fiktionalisierte Ort ist. Und Eva Menasse erzählt einfach von diesem Umgang mit diesen Verbrechen und mit Schuld unglaublich toll in einer schönen Sprache. Und auch da wieder verschiedene Charaktere, die alles natürlich ganz unterschiedlich sehen. Und dieses eigentliche Verbrechen kommt nie zur Sprache. Das finde ich so diese große Kunst des Buchs, dass sie das immer wieder umkreist, verschiedene Facetten beleuchtet und so auch eben von Schuldverdrängung, intergenerationalen Traumata erzählt. Ganz, ganz toll.
Und zuletzt ein Buch, finde ich, wie eine gute englische Komödie, wenn man sagt, Mensch, im Herbst ist es grau draußen, ich brauche mal wieder was Unterhaltsames, dann wäre das noch meine große Empfehlung. Fryer Sampson, Die letzte Bibliothek der Welt. Das ist auch ein Buch, das mir natürlich sehr fachlich nahe liegt und das ich wunderbar gut gelungen finde, weil es spielt in einer kleinen englischen Kleinstadt und da ist das Problem tatsächlich, es soll alles effizienter werden, die Kosten sind so hoch, die öffentliche Hand muss sparen, man kennt es natürlich alles und deshalb soll die Bücherei einfach geschlossen werden, klar, da kommt nichts rum, die macht keinen Umsatz, da hängen immer wieder nur Menschen ab, was bringt die schon für das Gemeinwohl? Und deshalb beschließt man eben, diese Bibliothek zu schließen, aber die junge Bibliothekarin da nimmt das eben nicht so ganz hin und schart so eine Gruppe von sehr widerständigen Bibliotheksbesuchern und Besucherinnen da um sich. Und da finde ich, da steht ein wunderbares Zitat einfach drin, was ich generell immer gehe, für Büchereien wichtig finde, weil man fragt immer, Mensch, Büchereien, gibt's halt Bücher drin? Ist ja gut. Aber ich finde, Büchereien sind so viel mehr und im Buch heißt nämlich, und wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit, für Bildung und die Zukunft unserer Kinder. Mrs. B. fuchtelte mit dem Zeigefinger vor Junes Nase herum. Wussten Sie, dass in den letzten 10 Jahren an die 800 Büchereien in diesem Land dicht gemacht wurden? Wir sprechen von England. Und wenn es nach unserer beschissenen Regierung, pardon, das muss man ansonsten überpiepsen, wenn es nach unserer Regierung geht, werden es noch einige mehr. Wir mögen zwar ein kleines Dorf sein, aber unser Kampf ist größer als Chalkett. Wir müssen um unsere Bücherei kämpfen, als wäre es die letzte Bibliothek der Welt. Und das ist auch der Titel eben dieses Buches, Die letzte Bibliothek der Welt. Und da zeigt sich einfach, was die Bücherei ist. Treffpunkt, Erziehungsanstalt, wo Kinder wieder Bücher bekommen, wo man miteinander ins Gespräch bekommt, wo man auch nichts zahlen muss, einfach und einfach da sein kann. Und so viele Orte haben wir, glaube ich, nicht in der Stadt, bei der das alles möglich ist. Und von daher auch das eine große Empfehlung von mir und ein Plädoyer für Bibliotheken. Super, vielen Dank. Also bei dir rattert das nur so runter. Du hast sehr, sehr viel im Kopf, sehr viel literarisches Wissen. Wirklich spannend, dir dazuzuhören. Eine letzte und ganz persönliche Frage noch. Das war jetzt die Frage nach den Buchtipps für Hörer und Hörer. Wenn du, und das ist jetzt eine Klischeefrage, aber trotzdem nicht weniger spannend, wenn du jetzt auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden würdest, welches Buch kommt mit? Das ist natürlich auch wieder die große Frage, ist es der Zauberberg, in dem alles drinsteckt? Ich glaube, ich wäre ein bisschen undogmatisch. Ich würde den Wolkenatlas von David Mitchell mitnehmen, weil er unglaublich witzig ist und 6 Geschichten in einer erzählt, quer durch die Zeit springt, immer wieder Querverbindungen herbringt. Und ich finde, es ist ein Buch, das man jedes Mal wieder neu lesen kann und wieder neue Aspekte entdeckt. Ich glaube, aktueller Stand wäre der Wolkenatlas und bin sicher, wenn du nächste Woche fragst, dann würde ich wieder was ganz was anderes sagen, aber aktuell so aus der Hüfte rausgeschossen, der Wolkenatlas von David Mitchell. Marius Müller, vielen Dank. Ein Vielleser, ein Büchereileiter, ein Hofgartenbesucher, ein Augsburger. War sehr spannend, dich bei deiner Begeisterung für Bücher und deinen Job auch zu begleiten und da ein bisschen zuzuhören. An die Hörer und Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt an Marius Müller oder Kritik am Podcast oder Ideenvorschläge, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Mir bleibt noch zu sagen, danke Marius Müller, war sehr spannend. Ich bedanke mich für die Einladung, das hat mir auch Spaß gemacht. Spannendes erstes Mal, hat nicht mal wehgetan, alles gut. War nicht so schlimm wie gedacht, oder? Nein, diese Fragen, ich dachte schon, dass du da was auspackst von Stefanie, was ganz Fieses, aber das war alles im Rahmen. Sehr gut, vielen Dank dafür. Dann bin ich ja froh. Dann vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.